Moin, ihr Sizzler! Das wird immer flüssiger. Und die ihr mal einer werden wollt, so wie ich. Genau. Also ihr Lieben, ihr seht, es ist schon dunkel geworden. Wir haben mich vergessen, vorhin das Intro aufzunehmen. Wir sind aber auch schon im richtigen Fresskoma gelandet. Wir haben nämlich gerade original einen richtig, richtig geilen Spießbraten verspeist. Und wie der funktioniert, was wir dafür machen müssen, erklärt euch heute Carsten. Vielen Dank schon mal vorab dafür. Es ist wirklich fantastisch. Bitte gerne, überweist gleich morgen früh. Machen wir so wie immer. Also, viel Spaß. So, wir starten mit der Zubereitung von unserem Spießbraten. Dafür mache ich als erstes erstmal die Füllung. Ich mache jetzt nichts weiter als einen guten Eindruck sozusagen. Ja, genau, das machst du schon sehr gut. Und ein Spießbraten, was macht ein Spießbraten zu einem Spießbraten, außer dem Spieß vielleicht? Das ist eigentlich so dieses typische, dieser Spießbraten-Geschmack. Ja, ich meine jetzt nicht den Abrieb von dem Spieß, und der wird auch nie gar, sondern ich meine so dieses ja, Paprika, Öl, das Fett von dem Schweinenacken und ganz wichtig, Zwiebeln und Bacon. Mit Bacon wird sowieso alles gut, aber Zwiebeln brauchen wir für den Spießbraten. Ohne Zwiebel kein Spießbraten, es ist nur ein Braten. Hört, hört. Und dafür mache ich jetzt einfach hier aus unseren Zwiebeln ein paar Scheiben. Das ist bewundernswert, wie schnell du die mal schneidest, weil ich mir dabei sonst die Finger absägen würde. Ja, deswegen mache ich das ja. Ja, dann. Damit dir das nicht passiert. Und du holst dabei auch nicht, ne? Nee, ich habe ja meine Taucherbrille auf. Sehr gut. So, jetzt kommt das Ganze hier in unsere Schüssel hinein. Komm, da helfe ich. Ach, wenigstens etwas. Einmal am Tag was für dein Geld tun. Genau, so. So, jetzt ganz wichtig, ich brauche einen Handschuh. Gib mir einen Handschuh. Da unten habe ich welche. Guck mal hier, eins, zwei. Großartig. Brauche ich auch einen? Wenn, ja, du brauchst auch einen. So. Wo hast du den auch noch? Jawohl. Als erstes, Hashtag Barbecue, dein Text. Ja, könnt ihr bei uns auch im Shop kaufen. www.sizzlebars-shop.de, dort kann man das käuflich erwerben. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht nur ein tolles, und so weiter. Nicht nur ein tolles Grillgewürz, sondern es hat einfach diesen typischen Spießbraten-Geschmack. Ja, Paprika, Salz, Pfeffer, alles, was da reingehört. Aber. Und ein bisschen süßlich von Pflaumen. Ja, genau. Also, es kann ruhig reichlich sein, denn das ist praktisch das Gewürz für den Braten im Innern. Wir würzen den ansonsten nicht. Nur mit dieser Zwiebelfüllung ordentlich was rein. Ich würde mal sagen, vielleicht so 25, 30 Gramm pro Kilo Zwiebeln. So viel werden wir bei dem einen Schweinenacken nicht brauchen. Ich sag mal 500 Gramm vielleicht für einen Schweinenacken. Gesamtmenge. So, und dazu habe ich hier noch etwas geräuchertes Paprikapulver. Geräuchertes Paprikapulver. Paprika-Ulver. Ulfs Paprikulver. Und dann, ganz wichtig, das Ganze richtig mengen. Ich sage immer, am besten, man stellt sich vor, man kommt nach Hause und der Briefträger hat den eigenen Bademantel an. Ja, also man kommt überraschend nach Hause. Mit dieser Grundstimmung muss man die Zwiebeln mengen. Und dann auch Alex, sehr erfreut. Ja. Dann. Ich frage mich immer, wo er die Sachen her hat, aber okay. Gut. Ich bin mittlerweile kampferprobt. In meinen Wurstkursen, da habe ich ja jeden Donnerstag habe ich 10 fröhliche Leute und dem muss ich irgendwas bieten und dann. Ja. Ein Gag-Feuerwerk à la Harald Junke. Und Wurst auch noch. Und Wurst auch noch. Und die schmeckt geil, das kann ich schon mal sagen. So. Sehr schön. Jetzt das Salz hat jetzt angefangen, die Zwiebel so ein bisschen anzulösen. Ja? Zieht das Wasser aus der Zwiebel raus. Dadurch wird die richtig schön weich. Denn wenn ich das nicht mache, dann habe ich da so starklige Zwiebeln in den Braten. Dann kann ich die nicht vernünftig einrollen. Hm. Deswegen ruhig richtig durchmengen. Ihr wisst ja jetzt wie. Richtig pressen. Und dann einfach einen Moment stehen lassen. Das war es jetzt im Prinzip schon mit unserer Füllung. Und dann kümmern wir uns um den Braten. Das heißt, Fleisch einfach so, wie es hier nehmen, ne? Genau. Legen wir hier drauf. Einfach da drauf. Und willst du das diesmal machen?
Nee, das ist, nein, das ist die peinlichste Aufgabe, die ich mache. Also du kannst mich anleiten, wenn du willst, komm. Nee, mach du's. Nee, mach du's, komm. Sonst dauert das Video alle 6 Stunden. Wenn ich das also mache. Ein schöner Schweinenacken, ihr geht einfach zum Metzger eures Vertrauens und sagt, ihr braucht einen wunderschönen Nacken. Dann sagt er, Massagepraxis ist zwei Euro weiter. Nein, schönen mittelgroßen Schweinenacken würde ich sagen. Der hat jetzt hier so 2,2, 2,3 Kilo vielleicht. Und jetzt schneiden wir das Ganze auf. Wichtig ist, dass man nirgendwo reinschneidet. Da solltet ihr euch schon ein bisschen Zeit für nehmen. Oder ihr sucht euch einen Metzger des Vertrauens, der das für euch macht. Denn der hat das doch schon häufiger gemacht und hat da so ein bisschen Übung. Und es ist blöd, wenn dann hinterher die Füllung rausquillt. Wahrscheinlich schneide ich jetzt gleich rein, wetten. Das heißt also, du fächerst ihn jetzt im Prinzip auf. Genau. Damit in der richtig... Möglichst große Oberfläche, damit wir die gesamte Zwiebelfüllung da auch reinbekommen. Und wahrscheinlich auch so, dass die Stärke ungefähr identisch ist. Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber ich versuche das mal. Ich würde sagen... Das sieht schon ziemlich professionell aus. Aber damit wir hinterher schöne gerade Scheiben haben, mache ich das immer so, dass ich dieses ganze Biest umdrehe. Dass ich praktisch die Außenseite innen habe. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Braten dadurch einfach sich weniger verzieht und du hinterher schönere Scheiben hast. Wenn du hier am Ende so ein dickes Stück hast, ist auch gar kein Problem. Einfach nochmal darüber gehen und irgendwo, wo es bisschen zu dünn ist, reinlegen. Ja, das war's. Okay. Mehr musst du nicht machen. Das sieht schon mal gut aus. So, jetzt hast du gesagt, würzen innen drin nicht mehr, aber genau, Bacon kommt jetzt, rein. Hätte ich jetzt mal einen Bacon vergessen. Hallo. Okay. Halt dir mal bitte in die Kamera, wie schön der ist. Ja, genau. Habe ich extra für diesen Braten gemacht. Richtig schön gerade Streifen, ne? Werbung aus. Ich darf jetzt anfangen, die reinzulegen, richtig? Ja. Hab ich mir vorhin noch gemerkt. Das machst du gut, aber jetzt kommt's. In welche Richtung schneidest du nachher die Scheiben ab? Überleg jetzt mal, wie schneidest du nachher die Scheiben und wie sieht denn der Becken aus? Da muss ich es wahrscheinlich doch eher so rumlegen. Genau, ne? Denn dann kann es nicht so rausfallen. Wenn du es so machst, hast du am Ende in jeder Scheibe 50 kleine Schnipselbecken. Das ist übrigens gerade eine sehr spannende Folge für mich, dass ich hier noch angeleitet werde, wie man es richtig macht. Das ist so 3D-mäßig. Du kannst noch folgen, ja? Genau, noch bin ich gut. Voll im Thema. So. Ja, das machst du gut. Ein Bacon, da kann man gar nicht... Ja, Bacon, neudeutsch Bacon. Ich sage einfach, es ist Bauchspeck. Geräucherter Bauchspeck. Nur ohne diese Knorpeldinger. Ne? Die sollte man vorher rausnehmen oder gleich welchen kaufen, in dem keine Knorpel drin sind. Das mögen, glaube ich, nur Chinesen, oder? Das weiß ich nicht genau. Für die Chinesen könnte man auch einen Hühnerfuß mit einrollen. Das machst du sehr professionell. Das sieht gut aus. Mhm. Sehr schön. Bin ich eingestellt, sagst du? Ja, kannst du. Morgen früh um 6. Oh, ne. So. Genau, da noch eine. Hier noch eine hin. Ah, das ist gut so. In der Mitte auch noch? Ja. Komm. Schad nicht. Sehr gut. Das kann nicht schaden, ne? Ja. So, ich probiere schon mal. Was ist besser als Bacon? Mehr Bacon. Mehr Bacon. So. Hm? Du hast noch Handschuhe an. Du machst jetzt die Zwiebelfüllung da rein. Verteilen. Alles komplett gleichmäßig verteilen. Mhm. Oh, riecht geil. Gut, ne? Mhm. Und da brauchst du jetzt auch kein extra Gewürz mehr dran machen. Das ist, wenn ihr an die Zwiebel mit diesen 30 Gramm Grillgewürz, Hashtag Barbecue, was weiß ich, was ist alles. Es gibt ja auch extra Spießbratengewürz, aber ist auch nichts anderes. Paprika, Salz, Pfeffer, was da halt so reingehört. Ne? Da muss jeder so ein bisschen seine eigene Mischung finden. Riecht super gut, ne? Nicht wahr? Richtig lecker. Gut. So. Und jetzt rollst du das ganze Ding ein, so fest und eng wie möglich. Erstmal einmal so ein bisschen überschlagen, komplett überschlagen. So, überall schön andrücken. Und dann richtig. Genau, und dann richtig volle Pulle. Da braucht man auch. Nein, braucht man nicht. Große Hände, wollte ich sagen. Halt mal das Blatt. Ja, muss in der Mitte ein bisschen doller rollen. Nicht, dass er, ne? Du musst sehen, dass er vorne und hinten die gleiche Stärke hat. Das ist aber anstrengend, du. Hier, guck mal. Das darf jetzt keinem zeigen hier, ne? Das hast du doch gemacht. Da hast du reingeschnitten. Du hast ihn aufgeschnitten und ich... So, jetzt darfst du knoten. So. Also hier ist ein minimales Loch, aber das kriegen wir hin.
Das sollte so sein, das ist ein Belüftungsloch. Dann ist es wichtig, dass in diesem Braten kein Druck entsteht. Das war Quatsch. So, wie machst du das jetzt? Das finde ich immer am spannendsten, weil das ist eine Sache, das, die... Ja, du kannst ja jetzt die tollsten Sachen machen da, aber ich mache ganz einfach Knoten, denn ich finde, so hat man den besten Druck. Ja, ich kann am meisten Druck ausüben auf dem Braten. Ganz einfachen Knoten. Keine Schlaufen legen und keinen Firlefanz. Ja. Obwohl es cool aussieht, wenn man das so richtig schnell kann mit Schlaufen legen. Kann man gut. Aber in dem Tag habe ich in der Schule gefehlt. Okay. So, richtig ziehen. Und dann hörst du richtig wie... Hör mal. Ich gehe mal mit dem Ton ganz nah ran. Er knistert. Ja, das knistert. Wie war das gestern? ASMR-Video? Genau. Großartig. Habt ihr sowas schon mal gesehen? ASMR-Video? Falls ja, könnt ihr es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich finde, es ist das Verstörendste, was man sich antun kann. Ja. Das, was wir da geguckt haben, hat eine junge Dame ein Krabbenbrötchen gegessen. Absurd, absolut absurd. Völlig absurd, ja. So. Einmal in der Mitte und dann vorne und hinten den Braten richtig verschließen. Und dann geht's zur Sache. Dann machen wir richtig Druck. Mhm. Julian, du warst ja nicht bei der Bundeswehr, dass du einmal in deinem Leben richtig Druck bekommst. Ja, ist so. Aber unter Druck entstehen Diamanten, habe ich bei mir immer gelernt. Stimmt. Das war eine Lehre so, weißt du? Das ist langes her. Die Lehre in deinem Kopf ist immer noch da. Alex hat gesagt, ich soll dich während des Videos immer kräftig fertig machen. So ist unterschwellig. Ist das so? Ja. Alex ist wirklich... Als Alex und ich noch Freunde waren, da war es anders. Die Zeit ist vorbei. Ja, genau. So, jetzt haben wir den Braten schön gewickelt. Jetzt machen wir außen dran noch etwas Hashtag Barbecue oder ein anderes Spießbraten und Grillgewürz. So sieht's aus. Ich mache das und du, ich habe keine Handschuhe an. Warte. Na und? Nicht giftig, nicht ätzend. Ja, aber, es klebt dann alles dran. Ja, aber es sieht auch nicht so cool aus, ne? Mit den Handschuhen, das sieht schon gut aus. Ja, ich weiß, dass sich da immer alle dran reiben. Ich mag es gerne mit Handschuhen. Ich möchte mich an deinen Handschuh reiben. Okay, pass auf, du kippst und ich mache hier. Guck mal hier. Und der fühlt sich richtig gut an schon. Schön fest. So, wie es sein muss. Was denkst du eigentlich schon? Ja. Das ist auch ein richtiger Kacksatz gerade gewesen. Ne? Ja. Naja. Gut, so, dass wir dich alle kennen. Genau. So, jetzt sieht das Ganze schon richtig gut aus, oder? Ja. Das ist so Spießbraten-like, würde ich sagen. Mega, mega geil. Sehr schön. Wissen, was ist hier rausgefallen? Das gehört aber so, hast du gesagt? Das gehört so, ja. Die hatten angerufen, die wollten das so. Schneid mal dieses Ding hier auf. Genau. Ja. Jetzt deckst du ihn da durch. Ich weiß auch nicht, warum wir darüber immer. Ja, genau, schön durch meine Hand. Ist richtig, Carsten. Ja. Mhm. Genau. Weißt du? Hoffe, du bist gut versichert. Mach ich das so richtig? Ja, warte mal. Da geht es nämlich dann wieder los bei dir, weißt du? Ja, mit diesen neuen modischen Geräten kann ich leider nicht umgehen. Dafür seid ihr zuständig. Ich kann nur normalen. Grill. So. Sehr schön. Jetzt ist das Ding hier. Und jetzt werden wir es da gleich in den Grill einspannen. Genau. Was sagst du temperaturtechnisch? Ich habe ihn jetzt so auf... Ja. Naja, ich würde sagen, so ein Spießbraten ist eigentlich für mich nicht so eine Low and Slow-Geschichte. Ich brauche da schon ein bisschen Hitze. Ich würde sagen, vielleicht so 160, 180 Grad. Das muss an der Außenseite schon so ein bisschen, ja, nicht verbrennen, aber karamellisieren. Das muss alles richtig weit werden. Da komme ich jetzt mit Zwiebeln und Mädchenzeug weiter. Dann hier brauchen wir richtig Geschmack. Ja. Alles, was braun ist, ist auch Geschmack. Ja. Und alles, was schwarz ist, ist auch Geschmack. Guck dir das an. Guck dir das bitte an. Soll ich den Heckbrenner auch aktivieren? Würde ich sagen, ja. Aber nur auf kleine Hitze und dann gucken wir einfach mal rein. Also ich habe jetzt quasi hier den Heckbrenner hinten aktiviert. Genau. Bisschen die Hitze runtergedreht und ich habe links und rechts auch an, die drehe ich auch noch ein bisschen runter, damit wir eine ordentliche Temperatur im Grill haben. Dann denke ich, sind wir so bei unseren 180 Grad auf jeden Fall, vielleicht sogar ein Tickchen drüber. Wir könnten jetzt auch noch eine Schale drunter stellen, ne? Macht vielleicht Sinn, ja. Damit wir den ganzen Grill nicht so einsauen. Genau, also Schale kommt noch drunter, dann wird das Ganze jetzt sich drehen
Und dann sehen wir uns quasi fast wieder, wenn es fertig ist, weil wir kümmern uns dann gleich noch um die... Genau. Ich würde sagen, vielleicht so anderthalb bis zwei Stunden, das ist richtig weiches, Kerntemperatur. Am Ende würde ich so, ja, gut über 70, vielleicht 72, 75 Grad oder so, würde ich sagen. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit, während der Braten dreht, ein wenig Licht aufgebaut, weil es wird langsam dunkel. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Beilage, weil wir wollen ja später ein Brötchen essen, richtig? Genau, wir machen Spießbraten im Brötchen. Und jetzt bin ich gespannt, weil du hier ja hier schon... Ne? Ja, ich finde, wenn du so ein Spießbratenbrötchen isst, das ist auf dem Schützenfest kein Problem. Wenn da mal ein bisschen was runtertropft, hast du es halt auf dem Schuh und merkt es sowieso keiner mehr. Wenn du hier 40 Lütchen Lagen reingepfiffen hast, für alle Nicht-Norddeutschen, die jetzt zugucken, das ist ein Bier und ein Schnaps zusammen. Es gibt auch Fanta Korn. Okay. Dann ist es eh egal, was du auf dem Schuh hast. Aber wenn man jetzt diesen Spießbraten zum Beispiel für eine Gartenparty bei irgendjemandem zu Hause zubereitet, dann ist es ja blöd, wenn du dann den ganzen Abend mit der Soße auf dem Schuh rumrennst. Und deswegen habe ich so einen kleinen Trick vorbereitet. Hannes ist nicht da und wer sonst ist für das junge Gemüse zuständig, wenn er nicht da ist, nämlich Julian. Ach so, und okay. Wir machen für die Brötchen mit dem Spießbraten so eine kleine Unterlage für den Spießbraten, damit der nicht zu hart liegt. Und das ist auch gleichzeitig die Soße. Wir nehmen dazu hier dieses frische, junge Gemüse, Gurke, ein bisschen Chicorée und Radieschen. Und die Radieschen sogar mit Grün. Das Grün finde ich gar nicht so schlecht. Das schmeckt eigentlich wie Rucola. Und das Ganze schneiden wir schön klein und vermischen es mit der Soße. Mhm. Und dann haben wir eine super Unterlage, die auch nicht mehr raustropft auf dem Brötchen. Oder zumindest schwieriger raustropft, als wenn man die einfach die flüssige Soße da drauf gibt. Macht für mich Sinn. Genau, und dazu schneide ich jetzt einfach die Radieschen mit Grün ruhig, ne, natürlich ordentlich gewaschen. Das ist ja eher ungewöhnlich, ne? Ich meine, das Grüne machen jetzt, habe ich noch nie so bisher gegessen. Aber okay, aber wenn man jetzt anfängt mit From Rose to Tail, dann hört es ja nicht beim Tier auf, sondern das hier ist es halt From Root to Leaf, ne? Neudeutsch. Ah, okay. Und das ist nichts, was jetzt unbedingt in die Komposttonne muss, denn im Prinzip, wenn man es probiert, schmeckt ehrlich so ähnlich wie Rucola. Hat so einen schönen Mal probieren, ne? Hat so einen schönen pfeffrigen Geschmack. Kann man jetzt nicht nur essen, aber in Verbindung mit den anderen Gemüsen finde ich das durchaus angenehm. Oh, tatsächlich. Ja, schmeckt gut. Und mit pfeffrig kommt wirklich gut hin. Absolut. Hammer. Geil. So, ein bisschen Gurke dazu. Hey, guck mal hinten. Oh, der läuft super. Wie eine Eins. Ehrlich, lass mal gesehen. Ich habe nichts gesehen. Guck dir, oh, das Fett rennt da schon runter. Irgendwas kann jeder. So. Da kann ich so viel üben, wie ich will. Noch ein bisschen Chicorée. Der Chicorée bringt noch so eine leicht bittere Note. Denn wir vermischen das Gemüse gleich mit einer etwas honiglastigen, das heißt süßen Senfsoße. Und wenn der Chicorée dazukommt, dann ist es ein guter, ausbalancierter Geschmack. So, ich glaube, das reicht schon auf jeden Fall. Sieht richtig geil aus. Für jede Menge Brötchen. Und jetzt hacken wir das Ganze wie wild. Darf man das eigentlich mit diesen teuren Messern? Ja. Ja? Die kannst du alles machen. Die schneiden durch so gut wie alles. Wie im Teleshop, durch Dachrinne und danach noch durch Tomate. Genau. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie nicht nur das mexikanische Kochbuch, sondern so, oder? Danke, Ben. Ben. Das ist ja unglaublich, Carsten. Das schneidet ja wie Butter. Sehen Sie her, das hackt hier durch den Chicorée. Man mag es kaum glauben. Heute muss ich allerdings sagen, eine Sache, die mir missfällt, ich muss eine fertige Soße nehmen. Ich war zwar für die Remoulade eingekauft, aber nicht für die Honig-Senf-Soße. Deswegen, vielleicht kannst du dir die schon mal vorstellen. Ja, das ist wieder mein Part. Wir haben nämlich jetzt neuerdings auch Zugriff auf Stokes. Und von Stokes gibt es eine Mustard and Honey, also eine Senf-Honig-Mayonnaise. Und ich persönlich finde die super geil. Und natürlich kann man auch die bei uns im Shop kaufen. Ich habe noch heute nur den Werbepart. Und wer sehen will, wie man sowas selber macht von mir, der schreibt einfach in die Kommentare, Hashtag Team Carsten, wie mache ich eine Honig-Senf-Soße und dann machen wir das beim nächsten Mal. Das ist ein Deal, das ist wirklich ein Deal. Finde ich geil. So. So. Du kannst das alles in die Schüssel rein donnern. Ja. Du bist zuständig für das junge Gemüse. Jetzt mache ich es so, wie du es mir vorhin gesagt hast. Komm her. Ja, genau. So, geht schneller. Mit deinen Silberzangen. So. Zack.
Okay. So, dann ordentlich von der Soße drauf, dass das ganze Gemüse gebunden ist. Und nachher kommt auf jedes Brötchen so 2 gute Esslöffel von dem Klatsch drauf. Aber die schmeckt wirklich gut, ne? Also für ein Fertigprodukt recht ordentlich. So, wie viel brauchen wir? Was meinst du? Ach, richtig drauf. Volle Pulle. Richtig. Mehr. Alex hat gesagt, er will 6 Brötchen gleich essen. Noch mehr? Ja. Ehrlich? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guckt euch das an. So ist gut. So, dann richtig vermengen. Dann lassen wir ein bisschen durchziehen, dass das Gemüse weich werden kann. Und dann haben wir allerfeinste Soße. Das ist unglaublich, ne? Der Profi sagt, das ist eine Chiffonade. Eine Chiffonade? Ja. Sondern nennen das die alten Franzosen. Ist das so? Ja, wirklich. So nein, das kann jetzt. Ey, es sieht richtig gut aus. Es riecht richtig geil. Ja. Ich probiere das macht jetzt. Macht Sinn, ne? Es ist praktisch jetzt wie so ein Salat, sag ich mal. Total geil. Ich bin immer wieder begeistert. Und das Schöne ist, wenn man so ein Video nicht vorher abspricht, sondern einfach sagt, komm, wir machen jetzt. Dann kommen da Sachen bei rum, die ich halt nicht weiß. So, und dann. Kann man machen, oder? Ja. Alex, das ist unfassbar gut. Okay, alles klar. Hm? So, du stellst es in den Kühlschrank, lässt es noch ein bisschen durchziehen. Jawohl. Wir warten auf sauber. Den Braten. Machen 1,6,8 Biere auf. Genau. Drehen euch noch ein paar ganz geile Shots. Genau. Und dann sehen wir feiern uns den Essen wieder. Spießbraten-Advent. So sieht's aus. Die 40 Minuten vor dem Essen. Spießbraten-Advent. Bis dann. So, ihr Lieben, 2 Stunden später bei ungefähr 180 bis 200 Grad und 2-mal stoppen von dem, vom Drehspieß, wenn man nicht richtig einhakt, dann wird auch meine Seite ein bisschen schwärzer. Sagt man das schwärzer, schwarzer? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich daran unbeteiligt war am Garvorgang. Ja, ja, es ist mein Ding. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist zwar hier ein bisschen außen schwarz geworden. Also es schmeckt eigentlich am besten, aber das darf man ja so im Fernsehen nicht sagen. Ne? Ja. Von daher würde ich sagen, ich habe jetzt hier Burger belegt, Carsten, zum Wohle. Ihr seht, hier ist nichts mehr schwarz. Es sieht also wirklich hervorragend aus. Prost. Auf dich, Junge. Schmeckt scheiße. Lass das. Mach das nicht nach. Alex, du kriegst, brauchst nicht essen. Was sollst du sagen? Kannst nichts sagen. Mach das nach. Das ist echt brutal. Wirklich brutal. Ja? Du hast sogar hier oben schon Brötchen liegen. Ja. Es ist wirklich richtig, richtig geil. Und Alex, ich mache dir auch noch ein Brötchen, selbstverständlich. Weil er guckt mich schon an und zeigt mir den Mittelfinger. Das heißt also, ich beiße jetzt nicht noch mal rein, ich beiße gleich noch mal rein. Es ist richtig, richtig lecker. Macht's nach. Wenn euch Team Carsten gefällt, unbedingt einen Daumen nach oben, auch mit grünem Bart. Ja, weil ich denke, Carsten macht es immer sehr fröhlich frei hier. Also von daher Daumen nach oben. Ich finde, so ein Video mit Spießbraten hat locker 1000 Daumen verdient. Und ja, ansonsten reinschauen beim Podcast. Ne? Genau. Wir haben auch schon ein paar Podcasts aufgenommen. Könnt ihr euch mal angucken bei iTunes, Spotify und so weiter. Und ansonsten gibt es das Ganze auf dem Blog nachzulesen. Die Stokes-Mayonnaise im Shop und so weiter, auch super lecker. Würde ich sagen, wir hauen jetzt rein. Weiterhin guten Appetit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alex, du kannst das selber machen.